Bei einer Tombola gibt es zwei Preise. Nachdem das erste Los gezogen und der Gewinner ermittelt wurde, wird das Los am ersten Preis befestigt. Danach wird das Los für den zweiten Preis gezogen. Sind die beiden Ereignisse abhängig oder unabhängig voneinander? Ja, das lässt sich eigentlich mit Hilfe eines ganz einfachen Szenarios klären. Nehmen wir einfach an, in dieser ganzen Tombola wurden nur insgesamt drei Lose verkauft. Los A, Los B und Los C. Und der erste Preis wird als erstes gezogen und da wurde Los A gezogen. Also Los A gewinnt den ersten Preis. Da wird das Los also rausgenommen hier aus der Box und dann an den Preis dran getackert. Ja, und jetzt haben wir noch B und C. B und C sind sozusagen die Kandidaten, das sind die Kandidaten für den zweiten Preis. Kandidaten für zweiten Preis. Gut, was ist denn jetzt, wenn ich wieder diese drei Lose habe, A, B und C? Was ist denn jetzt, wenn beim ersten Versuch, wenn da Los B gezogen würde? Also Los B den ersten Preis gewinnt. Ja, dann hätte ich als Kandidaten für den zweiten Preis hätte ich noch A und C als Kandidaten. Das heißt, das hier wären die Kandidaten für den zweiten Preis. In diesem Fall haben wir B und C als Kandidaten, hier in diesem Fall haben wir A und C als Kandidaten. Wir sehen also, dass dieses erste Ereignis, nämlich das Ziehen des Loses für den ersten Preis, dass das zweite Ereignis, nämlich das Ziehen des Loses für den zweiten Preis, ganz erheblich beeinflusst. Das sehen wir schon hier an dieser unterschiedlichen Kandidatenliste. Das heißt, das erste Ereignis und das zweite Ereignis sind voneinander abhängig. Die Ergebnisse der Ziehung des zweiten Preises hängen von den Ergebnissen der Ziehung des ersten Preises ab. Diese beiden Ereignisse würden dann unabhängig sein, wenn das Los, das den ersten Preis gewinnt, wenn dieses Los auch an der Ziehung zum zweiten Preis teilnehmen würde. Dann hätten wir dieselbe Kandidatenmenge für den zweiten Preis, unabhängig davon, wer den ersten Preis gewonnen hat. Dann wären beide Ereignisse unabhängig voneinander.